Hersteller, wie bei Shimano. Bei Shimano nimmt die Fälle immer ab, weil meine persönliche Freundin Rita ist hier. Mädchen und diese gemacht. Die muss ich so begrüßen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo Petra! Das ist mal, das muss, das ist nun mal. Ja, und du bist wie immer aller Freund. Ja, natürlich. Tschüss. Genau, und direkt am Gang ist es 2, also 8 ist im Gang. Von unten gesehen, ne? Genau, das ist quasi der erste Regalboden, müsste das sein. Mehr werden wir auch nicht da haben. Mehr werden wir auch nicht da haben. Thank you.
Daumen. Ja. Okay, hol das ja. Alles komplett. Das lief gefallen. Das ging noch gerade hin. Sogar eben. Ja, das geht also noch. Und wenn, solange das noch geht, kann ich auch noch angeln gehen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Hut. Was ist das denn für ein verschärfter Kram? Bisschen zu hoch geworfen, junger Mann. Machen wir noch kurz hin. Was sagen wir? Immer noch sehr kurz. Hier sind wir in der Karpfenfraktion. Das ist nicht so meine Welt, weil dieses stundenlange Rumsitzen und warten, dass so ein Boilie eingelutscht wird, ist nicht meine Nummer. Aber wir sind Karpfen und Friedrich Felix am Start. Wo ist der Stefan? Und hier großes Prospekt hier. Stefan Seuss. Stefan gar nicht da. Ich glaube, der sitzt am Wasser, ne? Stefan sitzt am Wasser. Hi, aber grüße dich. Grüß dich. Stefan sitzt am Wasser. Stefan ist unten, der ist am Teich, der macht da eine kleine Show. Ah ja. Ich präsentiere jetzt hier unsere neue Karpfen-Range, neue Boilies, Pop-Up-Boilies, Wubby Dubby, Yellow Zombie, die neuen Sorten. Fucking extrem gut. Sag doch mal ehrlich, das sieht aus wie ein Grundschulladen. Aber die Karpfen sind so bekloppt. Wie wollen wir das? Für dich ist das nichts. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Muss mal lutschen, ist lecker. Wie Mauer. Gut, das ist nicht so meine Welt, aber wir werden den Stefan mit Sicherheit noch besuchen. Wir gehen erstmal ein Häppchen weiter. Wir sind beim nächsten großen Hersteller. Und das ist wirklich... Ja. So, jetzt sind wir beim nächsten großen Hersteller, nee, bei Shimano. Bei Shimano nehme ich die Brille immer ab, weil meine persönliche Freundin Dieter ist hier. Und Dietchen muss ich immer, die muss ich so begrüßen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo Dieter! Ich grüße dich, komm her, lass dich drücken. Alles schön? Ja, klar. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wir machen wieder so einen kleinen Rundgang und dürfen natürlich in dem Zuge einfach nicht vergessen, Shimano ist ein Muss, das ist nun mal so. Ne? Und du bist wie immer an der Front. Ja, natürlich. Mein Gott, du schiebst auch ein richtig amtliches Pensum, wenn ich mir das so überlege. Ja, ne? Doch, kommen ein paar Wochenenden zusammen, aber ich mach's gerne. Der Job macht Spaß. Und dann noch 5 Tage unter der Woche. Also das ist ein fleißiges Lied, muss man wirklich sagen. Ja, was Neues, was wir wissen müssen. Ja, und unser Stella Saltwater. Oh, Stella Saltwater. Das ist natürlich ganz was Tolles. Die sind im Glaskasten. Und ein nicht, bestimmt nicht ganz preiswertes Vergnügen, könnte ich mir vorstellen. Nein, da liegen wir schon mal ein paar hundert Euro. Das könnte ich mir vorstellen. Wir haben sie im Design ein bisschen verändert. Ja. Sie hat absolut neueste Technik. Okay. Wir haben bis zur Größe 30.000. Oi. Die habe ich jetzt leider nicht da, weil nämlich letzte Woche auf der FTEC ja. Und hat da auch einen Preis für beste neue Stationärrolle gewonnen. Einmal muss ich drehen. Hältst du mal fest? Muss ich doch mal gucken, weil Besteller, ne? Also es gibt ja, das dreht von alleine, das ist das Schöne da dran. Ganz schön, ich habe ihn auch. Man muss ja was in der Hand haben. Ein bisschen was. Aber natürlich schon. Darfst du mir gerne anschicken? Ja, das glaube ich. Hätte ich ja ganz gerne. Aber nicht so ein 1.000er reicht mir, wir wollen das nicht übertreiben. Gut. Also hier bei Shimano für alle Freaks von Rollen gibt es keinen anderen Weg, bin ich von überzeugt, seit ewig und 3 Tagen. Ich fische nämlich ausschließlich. Sowas allerdings nicht in der Preisklasse. Da wird es dann bei meinen Kursen denn doch ein bisschen zu heftig. Deswegen bescheide ich mich da immer ein wenig. Ne, weil es ist also nicht nur, dass es so süß aussieht und so lieb und nett lächelt. Das ist eine knackenharte, knallharte Verhandlungspartnerin. Das könnt ihr mir glauben. Und mein Portemonnaie blutet jedes Mal. Na, fast immer. Bitte, wir sehen uns noch. Ich will gleich nochmal runter zu euch ans Wasser. Gucken, was da so stattfindet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß heute. Gott sei Dank ist es nicht so brütend heiß, aber besser als der Regen vom letzten Mal. Absolut. Shimano, mehr geht nicht. Wenn man von Spur spricht, kommt man an Gamakatsu nicht vorbei. Gamakatsu ist der Haken.
oder einer der ganz, ganz großen Haken auf dem Markt. Wir haben eine Grillmaschine noch aufgebaut. Der Atelier kann dann auch mal hier. Ja, wir haben eine eigene Grillmaschine, was zum Teil am Möller Küche zum Beispiel ist. Ein großer Möller. Ja, ja. Auch nicht nur Hufen, sondern auch viel am Zubehör. Und der Heller, das nochmal gerade an, das ist die Kaki-Kamane. Ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also mit Schüttellähmung, da am Wasser stehen und Forellen. Zeig mir doch mal. Genau, genau. So, dann hier zum Beispiel, die sind die Blauschäden. Die ist auch unterteilt, ja, wie bei Fass 1 von der Rennerbuch, in verschiedenen Wurfen liegen zu lassen. Ja. Steht da noch mal drauf, das heißt, es ist schön durchnummeriert. Sie hier zum Beispiel für die Vierkampfbuch. Ja. Ne? 1-1, 2-2, 3-3. Also da kann man sich ja das komplette Sortiment zusammenstellen. Und wie gesagt, nicht nur Hüten, Rollen, Zubehör, das sind alles beide auch. Alle sind dabei auch schon super aufgestellt. Und ja, also jeder kann mal loslegen, wenn wir immer wieder aussteigen wollen. So ist das richtig. Ihr könnt das ja mal gerade mit der Kamera reinziehen. So sieht das ungefähr aus, wenn wir uns dann dazu gegangen sind. Es gibt also mit der Hütenspitze, diese Hütenspitze setzt dann die gesamte Schienenvibration, die machen dann also Pause los mit dem Kram. Und dann tanzt natürlich auch der Köder unter Wasser ganz hektisch. Und Forellen sind Räuber. Und diese Räuber gehen natürlich nahtlos auf alles, was sich hektisch bewegt und bei uns nach Flucht aussieht. Und da sich aber trotzdem wegen dieser Wackelei der Köder nur relativ langsam vorwärts bewegt, schlagen die uns zu. Ich glaube nur noch, kann ich mal lernen, ich muss noch ein bisschen weiter. Askari, ne? Für die ist sparsam angeworben. So, danke, das war ja bitte schön. Gern geschehen. Jetzt sind wir bei der orangenen Abteilung. TFT, Trout Fishing Tackle. Als sie vor 4-5 Jahren anfing, habe ich gedacht, das wird nie was. Mittlerweile kennt man die Land auf Land ab wie einen bunten Hunde, weil die überall sich rumtragen, überall am Start. Dann gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal ein bisschen. TFT, die Grinsenden. Ein Goldgrinsen. Ja, das hier gibt es alles, was man am Forellen sieht. Ja. Und natürlich jetzt in der Profi-Ausführung. Also das ist das, was der professionelle Forellenangler heute mit an den Zähnen hat. Also die Industrie lässt sich schon was einfallen. Wir brauchen nicht nur Hufe, nein, wir brauchen Hufschützer, wir brauchen was zum Aufwickeln, wir brauchen natürlich eine Rolle, wir brauchen einen Hufständer, ganz hinten, damit wir eine Hufe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, also man guckt in den Anlage los, der brennt ihn nicht zu nutzen. Kurze Erde, moin, hallo, so. Ich sage mal, man ruft dich und ruckzuck bist du da. Ja, ja, ruckzuck. Was ist los mit den Leuten heute? Letztes Jahr hatten wir bescheidenes Wetter, aber es waren viel mehr Leute da, ne? Ja, vielleicht sind die hinten links noch und kommen so langsam hier rüber. Aber wenn hier gleich Action ist, finde ich ziemlich sicher, dass es hier ruckzuck voll wird. Ja, was haben wir vor? Punkt um 11.30 Uhr wollte ich den Andreas noch mal vorstellen, den er nicht kennt. Der hat ja 10 Jahre lang, 10 Jahre ist der arme Kerl morgens um 3:30 aufgestanden und hat das halt ein Frühstücksfernsehen gemacht. Sieht man in den grauen Haaren, 10 Jahre merkt man. Deshalb habe ich eine Sonnenbrille auf, damit ja, man das klar. Nicht so sieht. Und wir wollen eine Shimano, werde ich später noch einiges sagen, von der Firma. Die haben so einen Wert ungefähr, habe ich gehört, ohne Rollen 150 Euro und die wollen wir versteigern. Die sind nur einmal benutzt worden beim Charity-Event und einige sind noch nicht benutzt worden, dann gibt es die Rolle, das erklären wir alles später. Noch ist ja nicht so weit. Ich will ja nur, dass die Leute schon kommen. Hier ist gleich was los. Thank you.
wieder von Meter bis 2 Meter die nächste Schicht und ja. Oben da ist dann den genau. Hund. Genau. Ja. Genau, zählst du einfach dann mit. Genau. Da zählst du dann. Zählst dann einfach mit. Dann hast du mal die unterschiedlichen Wasserschichten ab. Ich muss es auch nicht nehmen. Ich bin gerade hier zu 30.